befinden uns nun vor dem neu erbauten Musiktheater in Linz und im Rahmen unserer Ausbildung besuchen wir heute einen Workshop zum Thema Filmschnitt und nun wollen wir auch einige Passanten zum Thema österreichische Bildungssysteme befragen. Was halten Sie denn von unserem österreichischen Bildungssystem? Ja, im Grunde genommen, glaube ich, ist es gut, aber es ist nur verbesserungswürdig. Da wissen Sie mir aber jetzt ganz. Also ich finde, dass ich das Bildungssystem zumindest ausreichend finde. Ich glaube, dass wir ein sehr gutes Ausbildungs- und Schulsystem haben, dass aber sicher Verbesserungspotenzial da ist. Vergleiche wie Dänemark etc. Also, oder die nordischen Länder, die sind da sicher noch besser drauf, wie man bei PISA sieht. Grundsätzlich finde ich, dass es toll ist, es gibt verschiedene Zweige nicht so wie in anderen Ländern, sondern man kann jetzt sagen berufsbildende Schulen, man kann sagen allgemein höhere Schulen. Ja, ich finde gut. Was gefällt Ihnen? Gefällt mir, dass die sind organisiert und ich habe zu Hause 4 Schulen und dann kann ich sagen, ist meistens passt. Scheiße. Also, ich habe das in der Hauptschule gehabt, die, in Mathe, die Bildungsstandards, und es war eigentlich voll cool und so. Aber ich habe halt nicht alles gewusst, weil das waren schon ein bisschen schwere Aufgaben. Ja, es ist viel schwer, ehrlich gesagt, finde ich, weil man wird nicht vorbereitet drauf. Kann man sagen, wie man will eigentlich. So von der Bildung her finde ich einiges ziemlich sinnlos. Weil es ja doof, jetzt wenn man von der Schule aus hergeht, viele Gegenstände gibt, viele Sachen, was da anlernen, was du wirklich schwer tust und was du eigentlich nie brauchst. Ja, Schulsystem selbst. Vielleicht wäre dort und da eine Änderung notwendig. Mhm. Vielleicht überhaupt bei der Ausbildung der Lehrkräfte. Was aber jetzt, glaube ich, eh schon irgendwo in Angriff genommen worden ist. Also mit dieser pädagogischen Hochschule, ne, zum Beispiel, da sind ja die Lehrer und Lehrerinnen schon besser ausgebildet oder werden es besser ausgebildet. Man hört ja auch viel in den Medien, sehr viel Negatives auch. Was halten Sie da davon? Ja, ich glaube, dass die Lehrer ja keine Wunder wirken können. Dass sie engagiert sind, das glaube ich schon. Und wenn es verbessert wird, dass mehr Schulungen haben noch, Leistungsverbesserung. Was halten Sie generell oder was haben Sie für ein Bild von Lehrerinnen und Lehrern? Von Lehrerinnen an und für sich ein gemischtes. Ich muss sagen, an und für sich ein Lehrer war immer eine Person, wo man aufgeschaut hat, wie ich noch in die Schule gegangen bin. Aber momentan glaube ich, dass auf der einen Seite die Lehrer irrsinnig schwer haben, weil die Kinder sich in eine Richtung entwickelt haben, wo es nicht mehr leicht ist zu handeln. Und auf der anderen Seite denke ich mir, es ist für die Kinder auch nicht einfach, weil die Lehrer auch mit so viel konfrontiert sind, dass irgendwo hört man schon, die haben ein Burnout oder weiß Gott was alles. Und ich sage, ich hoffe, ihr kriegt es nicht in der Schule. Also danke, dass du dich bereit erklärt hast für das Interview. Ich stelle da gleich mal die erste Frage. Was hältst du von den österreichischen Lehrern und Lehrerinnen? Hast du ein positives Bild oder eher negatives? Also eher positives. Sie sind ziemlich streng, aber auch wieder nett. Super. Und was darfst du da von den Lehrern wünschen? Wie ist für dich ein guter Lehrer? Was darfst du da gefallen? Also, dass sie ein wenig netter sind und dass wir uns vielleicht einmal den Unterricht da draußen gestalten und nicht immer drinnen in die Klassenzimmer. Ja. Und wie sind die Lehrer und Lehrerinnen? Glauben Sie, dass die gut arbeiten? Ich habe viel gesprochen mit meinen Kindern und ich wollte immer zeigen, dass für die Lehrer ist nicht leicht. Die haben es sehr schwer, weil so viele Kinder und ich versuche mit meinen Kindern, dass die ein Verständnis für die Lehrer haben, weil die wirklich haben nicht leicht. Okay. Haben Sie da spezielle Wünsche an die österreichischen Lehrer und Lehrerinnen? Ja, wenn jetzt zum Beispiel einfach, wenn es jetzt darum geht, dass man sagt, bestimmte Individualisierung, da ist einfach so, dass man wirklich nicht nach dem Buch unterrichten kann, nicht nur nach dem Buch.
Und da muss man einfach ein bisschen selbstständig sein oder wahrscheinlich auch mit anderen Lehrern ein bisschen kooperieren, über die Schüler sprechen und so, und jetzt wirklich nicht nur autonom. Teils, teils. Es gibt überall schwarze Schafe und Vorzeigelehrer. Aber ich denke mir, die Ausbildung ist sehr umfangreich und sehr qualitativ hochwertig. Es kommt ja auch jetzt der Bachelor. Meine Damen und Herren, danke fürs Zusehen. Es liegen jetzt 1,5 Stunden hinter uns, sehr interessante Stunden. Wir haben mit vielen Leuten sprechen können über das österreichische Bildungssystem, die Lehrer und die Lehrerinnen. Es war sehr, sehr aufschlussreich für uns und wir möchten uns hiermit bei Ihnen verabschieden und auch gleichzeitig bei allen Dankeschön sagen, die sich für bereit erklärt haben, uns Interviews zu geben. Auf Wiedersehen. Willkommen zur heutigen Ausgabe von Haag Steier TV. Unser heutiges Leben ist Bio! Hallo meine lieben Freunde! Und wir haben ein Projekt, das trägt den Namen Bio heißt Leben. Und hallo Freunde, unser heutiges Thema ist Bio heißt Leben. Wie finden Sie es, dass wir von der Schule aus ein Projekt mit dem Titel Bio heißt Leben veranstalten? Das ist eine sehr gute Idee. Ja, ich finde das einmal grundsätzlich total super, dass sich mit dem beschäftigt. Also das finde ich ganz super, weil es was ganz wichtig Lebensbezogenes ist und ihr dadurch für das, was lebensvorbereitend ist, einen wichtigen Impuls im Geistigen setzen könnt. Ich finde es natürlich super als Lehrerin. Es ist ein sehr gutes Projekt, weil ich glaube, dass die Jugendlichen sie ständig damit auseinandersetzen sollten, was für Lebensmittel sie zu sich führen und mit was eigentlich gewirtschaftet wird. Was halten Sie denn selbst für Bio? Ja, ich finde das super. Ich habe einen kleinen Gemüsegarten zu Hause, das mir zunehmend Spaß macht, wenn mir jetzt einfach immer mehr meine Pflanzen gelingen. Sehr viel. Ich mache auch zu Hause, bemühe mich sehr, dass ich möglichst viel Bio-Lebensmittel einkaufe. Ich weiß aber, dass es nicht immer gelingt, dass manchmal recht mühsam ist, die Geschichte. Für uns ist eigentlich die Ernährung ein ganz wichtiges Thema geworden und wir schauen natürlich, dass wir so weit wie möglich, und das geht bei uns ja am Land relativ einfach, biologische Lebensmittel kriegen. Also ich bin nicht nur hier in Steyr zuständig für den Bioladen, sondern habe zu Hause auch eine Biolandwirtschaft, die ich mittlerweile 25 Jahre betreibe, und ich denke, das sagt genug aus. Was halten Sie denn von Bio? Von Bio? Was, Bioprodukte oder überhaupt von Bio? Überhaupt. Überhaupt von Bio, ja, ja. Sehr viel, aber ich weiß nicht, ob es richtig Bio ist, was Bio steht. Come on, yeah.
Das war ein kurzer Einblick in unser Projekt, das wir durch einen Film festgehalten haben.
Hey, voll super, dass ihr die Party für mich schmeißt, aber wie komme ich da hin? Was, ihr habt ein Taxi bestellt? Ah ja, voll super, ich bin gleich unten. Hey, voll die coole Überraschung, aber wo seid ihr denn eigentlich? We'll be right back.
Zu allen Zeiten und auf allen Kontinenten strebten die Menschen nach Schönheit und versuchten, etwas von diesem strahlenden, vergänglichen und unbeschreiblichen Glanz einzufangen. Obwohl es an einer goldenen Schönheitsformel mangelt, erscheint es mir trotzdem und vor allem aufgrund der aktuellen medialen Berichterstattung über den schönen neuen Mann als sehr wesentlich und wichtig, sie zuallererst auf einen historischen Streifzug mitzunehmen, damit man den männlichen Schönheits- und Körperkult der Postmoderne besser verstehen und deuten kann. Spannend wird dabei werden und sein, und das werden Sie sehr oft bemerken, dass Wiederholungen quasi eintreten werden, dass im Vergleich zum Körperkult und Schönheitsidealen bei Frauen sich dieser jedoch bei den Männern im Laufe der Jahrhunderte gar nicht so wahnsinnig verändert hat, wie man meinen möchte. Ich werde mich bei meinem Vortrag weitgehend auf die griechische Antike sowie das 19. und 20. Jahrhundert als besonders prägende Perioden beschränken, da eine Betrachtung weiterer Jahrhunderte den Rahmen dieses Vortrages sprengen würde. Konkret zu den behandelnden Inhalten, wie bereits erwähnt, zuerst werde ich einen Abriss geben über die historische Entwicklung des Männlichkeitsideals in der griechischen Antike, 18. und 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts. Weiters werde ich mich dann dem Mannsein in Bewegung in der Form widmen, den steigenden Marktwert von Männerkörpern zu skizzieren. Natürlich ist in diesem Zusammenhang auch relevant, welche Veränderung des männlichen Körperbildes in diesem Zusammenhang entstanden ist. Wo Veränderungen da sind, gibt es natürlich immer auch selbst Auserkorene bzw. Menschen, Industrien, die sich bemüßigt fühlen, Rollen neu zu definieren. Da werden wir neue Männertypen von metrosexuell bis kosmosportiv vorstellen. Diese ganze Veränderung, in der wir uns jetzt gerade schon seit geraumer Zeit befinden, ist natürlich auch ein möglicher Nährboden für den männlichen Körperkult. Zum Schluss meiner Ausführungen werde ich mich dann auf mögliche Lösungsvorschläge und einen Ausblick hinwagen. Ja, beginnen möchte ich, wie bereits angekündigt, mit der griechischen Antike. Sie waren ja die Ersten, die Schönheit aufgrund der Proportionslehre, dem subtilen Zusammenspiel von Zahlen und Proportionen definierten. Die Grundregeln dieses Konzepts hat der Bildhauer Polyklet im 5. Jahrhundert vor Christus bereits in einer Lehrschrift formuliert. Er schuf damit ein Beziehungssystem, das die verschiedenen Partien des männlichen Körpers und menschlichen Körpers harmonisch miteinander in Einklang brachte. Polyklets Meisterwerk, eine lebensgroße Bronzestatue der Doryphoros, der Speerträger, ich zeige es Ihnen kurz mit dem Laserpointer, hier auf der linken Seite, das ist diese Bronzestatue vom Bildhauer Polyklet, wird so dargestellt, dass die Muskeln der Marmorskulptur bereits sehr deutlich ausgebildet sind und auch der Brustkorb sehr deutlich dargestellt ist. Lass das dann nochmal so anschauen. Das Gesichtsausdruck hingegen ist gelassen, doch sein Körper zeigt gespannte Bereitschaft. Die Darstellung des Doryphoros von Polyklet diente, und das ist vor allem wichtig, späteren Künstlern als Vorbild. So weist auch auf der Abbildung 2, eigentlich habe ich ihn zweimal drinnen, das ist eine Nachbildung und hier ist das Original, das in Florenz steht, die Davidstatue des Michelangelos, die bekannteste Skulptur der Kunstgeschichte, die quasi ihre Anlehnung in der Statue des Bildhauers Polyklet gefunden hat. Die Skulptur rechts sollte den biblischen David darstellen in seinem Kampf gegen den Riesen Goliath. Davids Körper erscheint in entspannter Kontrapoststellung. Nachlässig trägt er die Schleuder über der linken Schulter. Die kampfbereite Spannung wird in dieser Statue durch die hervorstehenden Adern der rechten Hand bereits sehr gut erkennbar. Vor allem aber im Nacken und Gesichtspartie, in den straffen Halssehnen und in den angespannten Lippen und Nasenflügeln und in der gerunzelten Stirn ist eben diese Art von Körperspannung in der Darstellung von Männlichkeit bereits in der Statue Michelangelos zu sehen. Da sieht man eine Abbildung links, was ich bereits vorher erwähnt habe, diese Proportionslehre,
die eben in einem genauen Zusammenspiel von Zahlen und Körperproportionen den menschlichen Körper quasi vermisst. Was uns später noch beschäftigen wird und deswegen auch wichtig, jetzt in der Form darauf hinzuweisen, ist eben sicher die Darstellung des bekanntesten Beispiels griechischer Schönheit. Das ist die Darstellung des Halbgottes Adonis der griechischen Mythologie, der hier auf einem Renaissance-Gemälde des Renaissance-Malers Tizian dargestellt wird. Man sieht hier, dass er von Aphrodite, der griechischen Liebesgöttin, umschlossen wird und zeigt ihn auf der Jagd mit seinen Hunden. In Griechenland spielte vor allem der homoerotische Kontext eine große Rolle bezüglich der Beurteilung männlicher Schönheit. Wohlhabende Männer haben neben ihren ehelichen Beziehungen auch männliche Liebhaber gehabt und homosexuelle und heterosexuelle Beziehungen sind in dieser Zeit nicht moralisch voneinander unterschieden bzw. moralisch unterschiedlich bewertet worden. Es gibt auch Vasendarstellungen aus dieser Zeit, in denen Männer meist mit ihren jugendlichen Liebhabern gezeigt werden, denen sie kostbare Geschenke überreichen. Spannend, und das habe ich nicht gewusst, das hat ein Freund von mir, Dr. Mario Rausch, der griechische Geschichte studiert hat, der auch einige Male zu Ausgrabungszwecken Zeit in Athen und Umgebung verbracht hat, bei persönlichen Recherchen herausgefunden, und das wieder ein spannender Konnex zur Jetztzeit bereits, dass es bereits in der griechischen Antike männliche, vor allem männliche Schönheitsbewerber gegeben hat. Das heißt, der homoerotisch-private Kontext war nicht der einzige Bereich, wo männliche Schönheit bereits erlebt und bewertet wurde. So fanden männliche Schönheitsbewerber in vielen Städten als wichtiger Teil des öffentlichen Lebens statt und wurden vor allem von Männern, aber auch Frauen besucht. Die als Kalisteia, wörtlich Schönheitswettbewerb bezeichneten Bewerbe, waren dabei Teil religiöser Feste und die Sieger wurden nicht nur durch Preise belohnt, sondern was in der damaligen Zeit sehr wesentlich und wichtig war, bekamen sie auch eine Ehrenrolle im Rahmen der Kulthandlungen. So durften etwa Sieger dieser Kalisteias das Feuer am Altar der geehrten Gottheit entzünden, eine Prozession anführen oder bestimmte Opfer darbringen. Eine große Ehre, die hohe soziale Anerkennung sicherte und den schönen Mann als Liebling der Götter definierte. Ein spezifisch sportlicher Aspekt war bei den Schönheitsbewerben der Euandria genannt zu verzeichnen. Solche Bewerbe haben etwa alle 4 Jahre im Rahmen des großen athenischen Stadtfestes stattgefunden. Die Teilnehmer sollten sich aber nicht nur durch ihre körperliche Erscheinung, Größe und Stärke vor allem, auszeichnen, sondern mussten auch durch ihren Gesamteindruck punkten. Die Euandria in Athen war ein Gruppenbewerb, bei dem mehrere Männer aus einem gemeinsamen Bezirk, in der Antike Fülle genannt, versuchten, den Sieg für ihre Fülle, für ihren Bezirk gemeinsam zu erringen. Ein weiterer Bewerb, der dritte dieser Art, Euexia genannt, ist nur sehr wenig bekannt, dementsprechend gibt es auch nur sehr wenige Informationen dazu, diente ähnlich den modernen Bodybuilding-Wettbewerben vor allem Posing-Zwecken und war zentraler Bestandteil dieser Bewerbe. Es gibt Hinweise darauf, und noch einmal, wir reden von der griechischen Antike, dass es bereits damals spezielles Training und auch bestimmte Ernährungsvorschriften gegeben hat, um bei diesen Wettbewerben eine bestmögliche Figur zu machen. Die männliche Schönheit wurde also schon in der griechischen Antike vielfach diskutiert und in unterschiedlicher Form bewertet und erlebt. Gemäß der Proportionslehre Polyklets und dem Motto „einen gesunden Geist in einem gesunden Körper“ predigten Ärzte und Philosophen dieser Zeit die Pflege des Körpers, beispielsweise durch Dampfbäder mit diversen Essenzen, Salben und Duftwässern und die Ertüchtigung dessen, was wiederum durch Schwimmen, Diskus und Speerwerfen, Laufen und Bogenschießen vonstatten ging. Schwimmen im kalten Wasser wurde damals der Ruf eingeräumt, Muskeln zu stärken und einen vorstehenden Bauch zu vermeiden. Bestes Beispiel hierfür ist der Philosoph Sokrates, der jeden Morgen schwamm und lief, um dieses hochgesteckte Ziel zu erreichen.
Natürlich, und das ist auch wesentlich, gerade in Zeiten, wo man wieder über die tägliche Schulstunde auch in Österreich diskutiert, war diese Art der Körperpflege und der Tüchtigung wesentlicher Bereich des schulischen Unterrichts und war nicht erst, wie wir später noch sehen werden, bei den Gründervätern der deutschen Turnbewegung Johann Christoph Friedrich Gutmutz und Ludwig Friedrich Jahn eine unverzichtbare Größe. Ich mache einen Sprung, weil sonst einfach den Rahmen sprengen würde ins 18. und 19. Jahrhundert, in die Aufklärungsepoche. In dieser Zeit wurde bereits ein umfassendes Konzept von Männlichkeit entworfen. Ein Bild idealer Männlichkeit, basierend auf dem Konzept der Geschlechtsidentität, vor allem der biologischen Unterscheidung und Kategorisierung von Mann und Frau, wurde ins Leben gerufen. Die physische Konstitution des Mannes wurde als stärker, kräftiger und fester im Vergleich zur weiblichen Konstitution dargestellt. Die Differenzierung in spezifisch männlich und weibliche Schönheit wurde immer wichtiger und Mitte des 18. Jahrhunderts wurde das männliche Schönheitsideal bereits über das weibliche gestellt. In der Mode kam es zu einer Entflechtung von Männern und Frauen. Man sieht hier beispielsweise diese taillierten Hosen, die einfach die Figur des Mannes unterstreichen sollten. Man sieht hier auch den Größenunterschied. Die Umsetzung dieses Männlichkeitsmodells der Geschlechtsidentität dauerte jedoch ein knappes Jahrhundert und wurde ungefähr Ende des 19. Jahrhunderts realisiert. Im 18. und 19. Jahrhundert kam das maskuline Stereotyp der hegemonialen Männlichkeit zu tragen. Cornell, eine mittlerweile australische Soziologin, die zuerst ein Mann war, die hat sich körperlich umoperieren lassen, hat das Konzept der hegemonialen Männlichkeit wie folgt definiert. Die traditionelle hegemoniale Männerrolle umfasst Leistung, Härte, Tapferkeit, Zielstrebigkeit, Macht, Distanz, Konkurrenz, Gefühllosigkeit, Kampf und Gewalt. Mir ist wichtig, auch bei diesen historischen Ausführungen, dass Sie immer die Jetztzeit mitdenken, weil das einfach eine spannende Relation ist, wenn man betrachtet, um welche Epochen es sich da handelt. Mannsein und Männlichkeit, und das ist ganz wichtig, werden definiert in Abgrenzung von Frausein und Weiblichkeit. Mit Weiblichkeit wurde assoziiert Schwäche, Bescheidenheit, Wankelmut, Abhängigkeit und Güte. Männer werden und wurden sozialisiert, um wettbewerbsbetont, leistungsorientiert und kompetent zu sein. Männer glauben, dass persönliches Glück und Sicherheit von harter Arbeit, Erfolg und Leistung abhängig sind. Wichtig war vor allem auch damals schon, dass sich diese Prinzipien im männlichen Körper widerspiegeln und damit das Bedürfnis der Gesellschaft nach Ordnung und Fortschritt, wie auch die bürgerlichen Tugenden der Selbstkontrolle und Mäßigung zum Ausdruck bringen und brachten. Da ist das Konzept noch einmal definiert von der Frau Cornell, einer australischen Soziologin, wie gesagt. Wichtig war natürlich dann auch, wenn es so ein vorherrschendes, was ja hegemonial meint, Bild gab, dass alles andere, was das bedrohen könnte, abgegrenzt und teilweise auch verfolgt werden musste. Wie extrem sich diese Verfolgungen und Stigmatisierungen ausgewirkt haben, werden Sie noch sehen zu meinen Ausführungen im Dritten Reich des 20. Jahrhunderts. Das Antibild des männlichen Stereotyps wurde beispielsweise hier so dargestellt auf einem Porträt eines jungen Mannes um 1880. Es waren die Außenseiter und Gegner der jeweiligen Nation und mussten eben, wie bereits gesagt, bekämpft werden. Natürlich stellten sie mit ihren anderen Aussagen von Männlichkeit ein starkes öffentliches und individuelles Konfliktpotenzial dar und weitreichende soziale Konflikte, wie dann beispielsweise die Verfolgung der männlichen Antitypen stigmatisierten Juden, Schwulen, Zigeuner und Straftäter war die Folge. Stigmatisiert wurde auch Nona nichts in Abgrenzung zum männlichen hegemonialen Modell alles damit verbundene Weibliche. Zum männlichen Zusammenhang von Körper und Moral wurde
und bekam das Körpertraining, was ja bereits in der griechischen Antike einen zentralen Stellenwert hat, eine noch immer intensivere und wichtigere Bedeutung als Gegenmaßnahme zum männlichen Antitypus. Der bereits vorhin erwähnt lateinische Satz vom gesunden Geist im gesunden Körper diente als Vorbild für die Körpererziehung und viele Schulsporthallen in Europa. Als Prinzip zur Erschaffung des männlichen Stereotyps der hegemonialen Männlichkeit diente der durchtrainierte, wohlgeformte Körper als Gegengewicht zum Intellekt. Neuerlich dienten vor allem Skulpturen aus der griechischen Antike als Vorbilder für dieses Männlichkeitsbild. Junge Athleten, die aufgrund ihres Körperbaus und ihrer Haltung Kraft und männliche Zeugungskraft ausstrahlten, gleichzeitig aber auch, und das war wichtig, vor allem für militärische Zwecke in weiterer Folge, auch Harmonie, Proportion und Selbstkontrolle vermittelten. Ich verwirke leider immer den Laserpointer mit dem Weitertun. Wichtig ist, und später werde ich Ihnen ja natürlich Folien auch zeigen aus der Jetztzeit der medialen Inszenierungen, dass Sie sich auch anschauen auf diesen Skulpturen, wie bereits der männliche Torso vor allem und die Bizeps und einfach die Oberschenkel dargestellt wurden. Ja, Gymnastik und Sport gewannen immer mehr an Bedeutung, auch in institutionalisierter Form. Pädagogischer Repräsentant aufklärerischer Gedanken in dieser Form waren eben die Turnväter Deutschlands, wie sie genannt werden. Einerseits Johann Christoph Friedrich Gutmutz, der mit seinem Werk Gymnastik für die Jugend den Grundlagentext für die deutsche Turnbewegung schuf, und eben Friedrich Ludwig Jahn, den Turnvater Deutschlands genannt, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts die deutsche Turnbewegung in der Berliner Hasenheide um 1811 begründeten. Johann Christoph Friedrich Gutmutz propagierte wie viele andere ein Konkurrenz- und Wettbewerbsprinzip, das unter Adolf Hitler seinen Höhepunkt erreichte und vielen noch heute im Sport und in der Schule als selbstverständlich erscheint. Wir reden da eben vom Beginn des 19. Jahrhunderts. Zusammen mit der Militarisierung des Mannes im 19. Jahrhundert wurde der Sport auch in den Schullehrplänen verankert und in ganz Europa zu einem zentralen Instrument in der Erziehung einer ganz bestimmten Form von Männlichkeit. So entwickelte sich der Sport zu einer Brücke zwischen Militarismus und Männlichkeit. Die Militarisierung des Mannes fand vor allem im Gefolge der neuen Völkerkriege der Französischen Revolution statt, und die neue Männlichkeit wurde weit über Frankreich hinausgetragen und schließlich eben über die Militarisierung des Mannes durchgesetzt. Die Militarisierung des Mannes stellte eben in dieser Zeit das Kernelement hegemonialer Männlichkeit dar. Die allgemeine Wehrpflicht in Frankreich um 1798, also Ende 18. Anfang 19. Jahrhundert, und in Deutschland Mitte des 19. Jahrhunderts eingeführt, revolutionierte das traditionelle Männlichkeitsbild. Sie universalisierte die Funktion des Mannes als Krieger und wertete den Soldatendienst als ehrenvolle Verbindlichkeit jedes einzelnen Mannes auf. Ziel der Ausbildung war die Ausbildung und Steigerung von Mut, Gehorsam den Vorgesetzten gegenüber und gutem redlichen kameradschaftlichen Verhalten. Die Idee des Heeres diente dazu, als Schule der männlichen Nationen wahrgenommen zu werden und als eine Art männliche Initiationsinstanz. Diese Idee wurde nach 1860 kontinuierlich umgesetzt und erreichte mit dem Zweiten Weltkrieg seinen Höhepunkt. Wichtig war das damals natürlich auch, dass zum Wehrdienst nur gesunde Männer, junge Burschen zugelassen wurden und somit über die untauglichen anderen jungen Männer gestellt wurden. Körpertraining versus Verweichlichung, das heißt, das Körpertraining nahm den zentralsten Stellenwert im erzieherischen Heereskanon ein. Die Tendenz, den stolzen, aufrechten deutschen Männerkörper vom minderwertigen, verweichlichten und jüdischen Körper und dem anderer Minderheiten abzugrenzen, war das große Ziel. Schauen Sie mal, hoppala, die Darstellung dieses Hühnern an, der dann wirklich im Dritten Reich seine perverseste Ausprägung finden wird. Von diesen, wie man meinen könnte und wie es Mosse, ein amerikanischer Historiker, dargestellt hat, von der Physiognomie her dargestellten, eventuell jüdischen Mannes. Gleichzeitig, und das ist auch wichtig zu sagen, gab es auch um die Jahrhundertwende Bestrebungen, andere Männlichkeitsmodelle und andere Rollenmodelle bereits, also wir reden,
Jahrhundertwende, 19. bis 20. Jahrhundert, einzuführen und Bestrebungen, das militärisch vortreffliche Modell aufzulösen.